Unmittelbar nach der Premiere in Venedig hat Rossini seinen ersten ganz großen Erfolg einem Experiment unterzogen. Er hat aus einer Oper mit einem Lieto Fine, mit einem glücklichen Ende, eine echte tragische Oper gemacht. Diese Bearbeitung, die sehr radikal ist und sehr zielbewusst von ihm angelegt wurde, wurde noch nie so aufgenommen. Bei uns haben wir zum ersten Mal dieses Ganze als ein ganz intimes Kammerspiel mit einer wunderbaren Besetzung aufgeführt. Im winzigen Kurtheater mit seinen 200 Plätzen haben wir also eine große Rossini-Oper ganz, ganz intim gespielt. Und ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehen und hören. Ich wünsche Ihnen sehr gute Unterhaltung bei Tancredi, Version Ferrara mit Diana Haller in der Titelrolle.